Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge World of Tanks. Und ich habe euch heute zwei Replays mitgebracht, und zwar habe ich mir den VK-B gekauft, weil ich jetzt endlich mal den VK-7 haben möchte. Den habe ich immer noch nicht in der Garage stehen. Und ja, habe das Ding mal gespielt, habe ich mir auch gleich ausgebaut. Ich glaube, das ist auch ratsam, falls ihr die Free XP habt, dass ihr das Ding ausbaut. Und ja, bin einfach mal reingegangen in ein paar Gefechte. Das war jetzt eine Stunde Session und das waren jetzt die zwei besten Replays, die ich da rausgezogen hatte. Ich hatte noch andere geile Runden, aber das waren so die zwei besten, die ich hatte. Und wir schauen uns einfach mal an, was ich mit dem Gerät hier mache. Erstmal blocken wir den Light hier weg, der sich hier irgendwie vorbeidrücken wollte. Dem geben wir auch gleich nochmal ein Affirmative. Ja, und möchte euch einfach mal zeigen, wie der Panzer funktionieren kann, weil ich finde, dass es ein sehr, sehr geiler Panzer ist. Und ich habe ihn ein bisschen underrated. Ich habe gestern zu Ricky gesagt, dass ich den Panzer nicht so feiere, dass ich da nicht so Bock drauf habe. Aber er hat mich umgestimmt. Der Panzer hat mich umgestimmt. Und das schauen wir uns jetzt mal an, wie ich da so performe in dem Panzer. So, am Anfang normal in die Heavy-Gasse gefahren, erstmal geguckt, 752. Der Type stand hier natürlich vorne dran. Ich wollte ihn da auch jetzt nicht wegdrücken oder so, weil ist nicht wichtig, mit dem Panzer Haldon zu sein. Ihr könnt halt einfach sidescrapen. Und da habe ich mir jetzt die Wand zunutze gemacht von den beiden Boys hier vor mir. Und der Schuss war natürlich lächerlich. Ich keine Ahnung, wie da ein Skoda rauskommen kann. Aber ja. Ach, da habe ich nicht mal Schaden bekommen. Das habe ich nicht mal mitbekommen. Ich dachte, da hätte ich schon einen von dem Skoda geschluckt. Aber nee, der ging in die Ketten. Da war ich schon richtig mad, dass der Skoda da außen lang gekommen ist. Aber gut. Hatte ich falsch wahrgenommen. Ja, und jetzt bin ich hier hochgefahren, weil ich dachte, gut, jetzt kommen die hier reingepusht. Da kannst du ein bisschen farmen. Ich wollte jetzt hier nicht zu viel von meiner Wanne zeigen. Denn ihr wollt nicht die Unterwanne gerade raus zeigen. So wie beim Gesor jetzt. Da war ich ja auch leicht nach oben gerichtet. Und dadurch konnte der Gesor sogar mit AP, also mit der normalen Muni, einfach meine Unterwanne durchschlagen. Und das wollt ihr vermeiden. Also entweder wollt ihr ganz schräg rausfahren. Kann auch gerne, wie beim Object, 257... Ne, 752. Ich verwechsel das immer. Kann man auch gerne schräg einfach rausfahren, ohne Sidescrape. Das geht. Aber würde ich nicht empfehlen. Ich würde immer empfehlen, dass... Ach, jetzt hat er seine Waffe da natürlich ins Bild gehalten. Dass ihr immer Sidescrape geht. So, jetzt holt sich der Geso auch nochmal eine Schelle ab. Und das Schöne an dem Panzer ist, dass er wirklich 94 Alpha hat. Und das ballert halt so hart rein. Ich meine, es sind immer noch 13 Sekunden. Die Crew war noch nicht auf 100%, noch nicht ganz. Ich schule immer mit Credits um, weil mir das Gold dafür zu schade ist. Würde ich auch jedem empfehlen. Einfach ein Gefecht oder zwei Gefechte Premium-Tank fahren. Und dann habt ihr das eigentlich meistens wieder raus und dann könnt ihr umschulen. So, ich wollte ihm jetzt eigentlich hier nicht auf den Sack gehen. Keine Ahnung, wie der jetzt da gepennt wurde. Wahrscheinlich durch die Wanne. Ich wollte jetzt eigentlich den nur wieder nutzen, damit wir da das Object abschießen können. Da ich habe ab und zu, ihr seht das, einen grünen Pennmarker, aber ich habe wirklich immer darauf gewartet, dass er die Waffe runternimmt. Der Kollege macht das aber ganz gut. Macht die Waffe hoch, solange er nicht schießt. Dadurch kann man ihn nicht in seine Cupola schießen. Und jetzt dachte ich mir, gut, lass ihn da versauern. Er zeigt halt keinen Cupola mehr. Und dann holen wir uns lieber die ES3 da oben ab, die den Chariot hier rauspushen will. Und der BZ dachte sich das Gleiche und kam gleich mal mit den Raketen an. Gegner sind auch schon durch bei uns in der Base. ELC ist schon mittendrin statt nur dabei. Udes auch. Die werden gleich hinter uns kommen. Und das Gefecht sieht an sich gar nicht so gut aus. Wir müssen jetzt echt hier unsere Front gewinnen. Ansonsten ist es, sieht es schlecht aus. Ja, der hatte, glaube ich, eine 40- oder 30-prozentige Chance durchzugehen. War natürlich gut angewinkelt, der Turm vom E75. War eher, ja, war ein Versuch wert. So, jetzt gehen wir auf den Cupola und... Ja, immer schön durchaimen lassen, das ist auch wichtig bei dem Panzer. Und ihr seht schon, 563 ist so mächtig, ne? Diese 94 Alpha ist einfach...
einfach schön. Und die 13 Sekunden könnt ihr schön nutzen, um wieder in Position zu gehen. So, jetzt habe ich mir einen gefangen. Aber das war okay für mich. IS-3. Und ihr seht schon, ich winkel mich zur IS-3 immer so an, dass er halt wirklich nur schräg auf die Unterwanne schießen kann. Und dann bounced er auch meistens. Also, so, Maus hat geschossen. Ich wollte eigentlich den E-75 rausnehmen. Jetzt hier Gott sei Dank verschießt. Aber dann nehmen wir halt die Tiger-Maus erstmal mit. Und ihr seht schon, UDIS und ELC sind hinter uns. Müssen wir uns natürlich merken. Und es sieht an sich nicht so gut aus. T95 geht jetzt da auch rein, der sterben. Jetzt habe ich es probiert, aber er war schon am Winkeln. Jetzt kommt die IS-3. Winkel mich wieder an. Ganz wichtig. Und da hat die IS-3 eigentlich gar keine Chance. Und ihr seht auch schon, mit APCR, selbst da kommt er nicht durch. So, Maus macht das, Tiger, was macht das jetzt hier gut? Winkelt sich gut an. Ein bisschen overangled. Also ich habe da teilweise auch grünen Penmarker gesehen. Ihr werdet das gleich sehen. So, jetzt hat sie geschossen. Jetzt fahre ich vor. Und jetzt kann ich den Schuss ganz sicher machen. Aber ich kriege die Gun nicht runter. Und jetzt hätte ich schießen müssen. Und dann schieße ich eine Sekunde zu spät. Vorher habe ich den Penmarker gesehen und jetzt will die IS-3 wiederkommen. Ja, jetzt war ich zu gerade. War gerade noch am Positionieren. Und ihr seht auch die Tiger-Maus. Bounce da. Reload reicht leider nicht aus. Jetzt gucke ich mich das erste Mal um. Aber so viel dagegen machen kann ich jetzt auch nicht. Ich kann jetzt nur die Panzer aufhalten, dass halt unsere Leute da nicht in die Seite schießen. Und genau das probieren wir jetzt. Ich versuche jetzt so einen Schuss von der Tigermaus zu baiten, indem ich ihr ein bisschen mehr von meiner Seitenpanzerung anbiete. Und da sind wieder die Chancen. Ihr seht das, grüner Penmarker. Ich habe es jetzt orange probiert. Und bin auch einmal durchgekommen. 412, der Low Roll des Todes. Und jetzt steht es mittlerweile 5 zu 10. IS-3 verzweifelt an mir. Wir haben, glaube ich, einen schnelleren Reload als die Tigermaus. Deswegen bin ich nochmal für einen Shot gegangen. Wir sind auch schon bei 4700 Damage. Jetzt will die Tigermaus mich rammen. Jetzt kommen sie auch schon von hinten. Jetzt bin ich nur noch rumgefahren, um dem IS-3 noch einzugeben. So. 5200 Schaden. Und das war's dann für uns. Und ja, der Rest ist Geschichte. Also, das hat mein Team nicht mehr gecarried. Glorreich verloren haben sie dann noch. Ich würde sagen, wir gehen zum zweiten Game und da zeige ich euch nochmal, wie das Ganze mit einem Sieg aussehen kann, wo man auch mit den Teammates ganz gut interagieren kann, besonders jetzt mit den ganzen Tigermäusen im Match. So, zweites Match. Wir sind auf El Haluf. Sind am nördlichen Spawn. Ja, gucken wir mal auf das Matchup. Wir haben 6 Heavies bei uns, 6 Heavies bei den Gegnern, 4 Mediums, das ist auch die gleiche Aufteilung. Quatsch. 4 Mediums. Wir haben sogar 7 Heavies. Wir haben sogar 7 Heavies, dafür ein TD weniger. Ein Light haben wir und eine Arti. Und ich habe mir jetzt den Panzer hier mal ein bisschen genauer angeguckt und mal die Upper Plate angeguckt, die übel dick ist. Und dann ist mir auch gerade aufgefallen, warte mal, irgendwie sieht der Panzer ja genauso aus wie der VKA, den ich davor hatte. Aber dafür müsste ich meinen Turm drehen. Das mache ich auch gleich auch. Ich spule mal ein bisschen vor, bis wir angekommen sind. Habe jetzt meinen Turm natürlich zu den Gegnern gedreht. Falls ihr gespottet werdet, ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass ihr gepennt werdet, ein bisschen niedriger. So, jetzt habe ich einen kurzen Moment überlebt. Fahre ich jetzt hoch zur Cobra oder nicht? Aber es würde in dem Matchup keinen Sinn machen. Wir haben zweimal Tigermaus. Wir haben 2 Objects, die da lang fahren. Also auch auf der rechten Seite. Wir haben ein Object und eine Cobra nur da oben. Die können ihre Snapshots machen und kommen dann immer noch relativ schnell nach unten. Und ich habe mich jetzt dazu entschieden, unten zu bleiben und erstmal abzuwarten. Weil ich die Befürchtung hatte, dass ich oben weggepusht werden würde. Und so ist es auch. Ihr seht schon, der CC ist schon aggressiv. Die Gegner haben die Mitte eigentlich schon gut eingenommen. Das heißt, es war die perfekte Entscheidung, hier nicht zu pushen, weil, was passiert nämlich, ich kann ja mal kurz Pause machen, was passiert nämlich, wenn ihr hier oben steht? Na, die Gegner kommen einfach nur, flanken euch hier, oder wenn ihr hier durchfahrt, dann stehen die hier, können euch hier beschießen, oder pushen halt hier und hier hoch. Und ihr könnt nichts machen, müsst zurückpushen. Und im schlimmsten Fall steht hier ein TD, der euch dann einfach in den Arsch gibt.
So, deswegen habe ich mich entschieden, hier oben zu bleiben, weil wenn die Gegner hier hochkommen wollen oder hier lang, dann können sie von zwei Seiten angreifen. Aber das kann man meistens noch relativ gut verteidigen. Und ich mache das Ganze jetzt mal weiter, spiele das Ganze jetzt mal weiter ab. Und habe auch gleich dem Object und der Tigermaus gepinkt, hey, Boys, kommt mal zurück. Es wäre schlauer, das Ganze von hier hinten zu verteidigen und die Gegner vorkommen zu lassen. So. Ich lasse mal zwei jetzt laufen. Habe mich jetzt ein bisschen umgeguckt. Okay, was geht so ab? Wer ist so wo? Und wollte jetzt eigentlich noch nicht so doll ins Gefecht eingreifen, weil ich Angst hatte, dass eben von hier die beiden hier pieken könnten. Das Object, das wusste ich schon, dass das nicht lange durchhält. Spätestens wenn die halt hier vorpushen, können die das Object halt da beschießen. So, und jetzt stehen wir hier in einer guten Position und jetzt können wir anfangen. Der Shot war lächerlich, dass der nicht reingeht. So, Tigermaus kommt jetzt auch zurück. Bounce nochmal einen vom T30. War natürlich lucky, hat er da viel eher zurückkommen sollen. So, BZ, dadurch, dass er ein bisschen auf der Schräge steht, geben wir ihm hier einen oben durchs Dächlein. Und ihr müsst jetzt mal im Laufe des Gefechts darauf achten, wie diese Tigermaus mit mir das Ganze hier zusammen spielt. Ich werde das einfach mal... Naja, wie können wir das gut laufen lassen? Wir müssen die andere Kamera nehmen. Aber ihr seht das ja hinter mir. Die Tigermaus ist die ganze Zeit hinter mir. Das müsst ihr im Hinterkopf haben. Und versteckt ihre Wanne auch erstmal, oder ihre Unterwanne erstmal ganz gut. So, der Schuss geht auch durch. 490 Schaden, sehr gut. So, vier Gegner pushen jetzt hier rum. TL7, sehr, sehr offen. Also, was der sich da gedacht hat, keine Ahnung. Und jetzt ist es natürlich wichtig, erstmal Kanonen rauszunehmen. Ich nehme erstmal da hinten eine Kanone raus, weil es natürlich Lucky High Roll. Aber ist wichtig, jetzt halt wirklich erstmal die Feuerpower der Gegner zu reduzieren. Wenn ich jetzt hier jeden anschieße, das bringt mir nichts. Irgendwann pushen die mich tot. Und deswegen gehe ich jetzt hier auch auf den TL. Ein Gegner weniger, kann nicht mehr reloaden, kann uns nicht mehr umfahren, kann keinen Schaden mehr machen. So, Tigermaus versteckt jetzt gut ihre Unterwanne hinter mir. Und wir stehen jetzt sozusagen in so einem Zug. Und da kommt der Type 4 einfach um die Ecke. Lucky Bouncer, Arti geht auch noch rauf. Repairt er auch gleich, aber alle schießen gleich auf den Type, was sehr gut ist. Ich habe übrigens auch nur Gold geladen, weil momentan in der Winterzeit ist das halt, also es macht halt keinen Sinn, nicht Gold zu spielen. Das ist halt einfach, ihr habt so viel reliable Schaden dadurch. So, nächstes Ziel ist der T30, auch schön, dass die Tigermaus damit drauf aimt. Beziehungsweise die Tortoise hinter mir auch noch. Jetzt kann ich, wer den Schaden jetzt da gemacht hat. So, und jetzt müssen wir einen nach dem anderen rausnehmen. Mal schauen, wie wir jetzt hier kommen. Ich habe die Tigermaus jetzt auch teilweise so ein bisschen gepusht. Aber ich glaube, es war für den Kollegen okay, weil er seine Unterwanne bei mir verstecken konnte. T30, ein sehr, sehr wichtiges Ziel rauszunehmen. Und Tigermaus hat immer noch gut HP. Ist immer noch bei 1000 HP. Wir sind noch full life. So, der Kollege will sich auch nochmal einen abholen. Jawohl, wird von hinten vielleicht auch... Er wird nicht gepusht, aber der war nicht der Schlauste, der Junge. So, jetzt sind sie alle... Also da hinten die T54 und CC, die sind schon mal low HP. Der kommt gar nicht durch, der Kollege. Also, der hat gar keine Chance. Und ihr seht schon, ich winkel auch die Unterwanne an. Das heißt, selbst wenn er rumpiekt, ist meine Unterwanne hier immer angewinkelt. Jetzt habe ich versucht, da oben durchzuschießen. Keine Ahnung, wo der nicht penetrieren kann. Arti kommt vor, warum auch immer. Misst den Shot. Nochmal die Gun hoch. War natürlich lucky. Und jetzt dachte ich, komm, fährst du rum. Und dann kann die Tigermaus eigentlich nichts mehr machen. Der CC ist jetzt auch fast down. Hat jetzt hier ein bisschen aufgegeben auf der Seite, auf der ich war. Und jetzt pushen auch die Tigermaus und das Object 752 rein. So, den Kill nehmen wir uns nochmal mit. Nee, klaut uns die Tigermaus. Und ihr seht, wir haben jetzt schon 5000 Damage und wir waren eigentlich krass in der Unterzahl. Also hätten uns die Gegner einfach überrannt, wären wir wahrscheinlich raus gewesen und wir hätten das Game verloren. Aber dadurch, dass ich da so gut mit der Tigermaus zusammengespielt habe, ich schreibe es jetzt auch im Chat, ist das noch in unsere Richtung gelaufen. Dass ich da nicht mehr Schaden bekomme, war auch lächerlich. Nochmal mit dem Rammen mitgenommen. Der T49 versucht auch nochmal zu fliehen.
Und können wir auch noch mitnehmen für den 6. Kill. Und dann spule ich mal ein bisschen vor. Denn jetzt passiert nicht mehr allzu viel. Wir fahren jetzt noch der Tigermaus hinterher. Aber ihr seht, also dieses Teamplay, dass die Tigermaus hinter mir die ganze Zeit die Lower Plate, die Unterwanner verstecken konnte. Das war der entscheidende Move, dass wir hier dieses Spiel gewinnen. Und wir standen da einfach wie Fort Knox und die Gegner konnten eigentlich nicht viel gegen uns machen. Und durch den Turm der Tigermaus, jeder, der die hat, weiß, ist es schwer. Also wenn ihr die gut anwinkelt, dann kommt da auch ein T30 schwer durch. Und ja, so konnten wir das Game noch gewinnen. Wir haben jetzt am Ende 5085 Schaden, ähnlich wie gerade eben, sogar noch ein bisschen weniger. Aber halt dieses Zusammenspiel der Tigermaus und mir, das war einfach, das hat uns einfach das Game gewonnen. Und der Kollege hatte, glaube ich, auch 4000 Schaden oder so. Also wir haben das Game komplett gecarried. Und ja, das waren die beiden Runden, die ich euch zeigen wollte. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt einen kleinen Eindruck bekommen, wie man den VKB spielen kann und wie er erfolgreich sein kann. Und ja, dann wünsche ich euch heute noch einen schönen Tag. Haut rein, bis dann und ciao, ciao.